Was geht, YouTube? Wir zocken heute The Mauti Assistant. Das ist ein Game, das habe ich jetzt schon in letzter Zeit öfters gesehen und so. Das ist ein Horror-Game. Da sind wir, da machen wir Nachtschicht und müssen währenddessen so rumdoktoren an Leichen. Und ja, vielleicht gefällt euch ja das Ganze. Ich habe schon mal gestartet, aber ich mache jetzt eine neue Schicht. Ich bin noch überhaupt nicht weit gewesen, vielleicht 5 Minuten oder so. Und dann habe ich abgebrochen, weil ich zu Schiss hatte. Deswegen probieren wir es heute nochmal. Das wird, glaube ich, relativ uncut, nicht doll geschnitten oder sowas, aber wir schauen mal das Ganze. Wir starten einfach mal. Riverfields Mortuary. Mortuary? Wie wird das ausgesprochen? Mortuary. Okay, da sind wir wahrscheinlich und verbringen unsere Nächte. Oh, dang. Alright. Here we go. Let's go. Slay girl. Okay, wir sind sie auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall eine Kaffeemaschine. Maus-Sens maximal niedrig, aber ist okay. Holy shit. Okay, ist es okay? Ja, ist okay. Wir haben hier ein... Oh, okay, ist nicht okay. So, was haben wir denn hier? Eine Kaffeemaschine. Stift. Da habe ich irgendwas gerade geöffnet. Draußen steht das Auto. Ja, okay, wir gehen jetzt einfach mal. Hier ist ein schönes Bild. Ist das von mir? Nee. What the fuck? Was ist das? Okay, wir sollen hier ran. Rebecca, ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreib es. Danke, Zoe. Viel Glück. PS, viel Glück. Ja, okay. Dann nehmen wir mal diesen Stift hier. Zum Überschreiben des Papiers an der Tür verwenden. Okay. Ups, falsche Taste gedrückt. Schnellinventar. Greif auf das Schnellinventar. Wähle den Gegenstand, den du verwenden möchtest. An den meisten, aber nicht allen Orten, an den Gegenständen verwendet werden können, erscheint das Symbol zum Verwenden eines Gegenstands. Aha. Okay. Nein, was habe ich gemacht? Nein, Digga, das ist doch jetzt nicht... Ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube, sowas Ähnliches hatte ich letztes schon mal schon. Ich habe das Spiel einfach kaputt gemacht. Aha, jetzt haben wir es. Okay, nice. Rebecca, one of the last thing I forgot to give you. Please... Okay, achso, habe ich schon gemacht. Okay, ja, ja, ja. Kann ich die Tür zumachen? Nee. Aha! Doch gar nicht gruselig hier. Ich hab keinen Schiss, Leute. Wenn hast du Schiss? Ah. Rebecca, great. Perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Ey, dein Hintergrundbild, ne? Ich weiß nicht, ich würde es ändern. Sieht ein bisschen gruselig aus für den Ort. Bewege den Toten, verwende die Fahrtrage, indem du dich hinter sie stellst und die Interaktionstaste für die Fahrtrage drückst. Geh anschließend mit der Fahrtrage rückwärts in den Flur hinunter. Digga, wie oft wurde dieses Wort Fahrtrage gerade benutzt? Okay. Moin. Wir gehen dann mal, wir machen eine kleine Runde. Oh, Digga, das ist... Oh, das ist gemein. Kühlung. Um eine Leiche in der oder die Kühlung zu bringen, öffne das Fach mit dem Namen der Person. Ziehe das Gestell heraus und schiebe dann den Wagen dort hinein. Kennt ihr das, wenn du das einfach laut vorliest, aber gar nicht gecheckt hast, was du gelesen hast? Okay, aber es ist, glaube ich, selbsterklärend. So, Kollege, Sie müssen jetzt, ich glaube, oh, Digga. Zieh, zieh, zieh. Was ist denn das hier, eine Maus? Oh nein, falsche. Oh nein, da richtig. Kurbeln, kurbeln. Ah, ich muss, glaube ich, das Fach erst öffnen. So, einen Moment bitte. Ah,
Sie wollen direkt so rein? Und rein da! Nee? Okay, hä? Was willst du? Das Spiel ist krass. Oh, ich bin auch gespannt, was jetzt kommt. Aber Bro, was? Moinsen! Hä? Das jetzt schon draußen? Muss ich hier irgendwie was hochmachen oder so? Hey, Kollege. Oh. Hä? Hier? Mein absolutes Lieblingsspiel. Okay, Leute, ich bin gespannt. Aber kann mir mal jemand sagen, ob ich hier gerade zu lost bin dafür? Das kann ja nicht wahr sein. Hallo? Ist da wer drin? Ah, Maus gedrückt halten. Ich bin so ein Vollidiot. Und jetzt habe ich mich selbst eingeklemmt. Warte. Krieg's hin. Jungs, ich habe die Comments nicht gelesen, aber ich krieg's safe hin. Aha. So. Und jetzt bringen wir sie mal schön wieder in ihr Bettchen. Richtig. Und sie kommen mal hier raus. Moin. Ich würde sie gerne nochmal hier reinschieben. Schöne Heimfahrt. Sie nehme ich dann mal mit. Genau, so wollen wir das. Das hier wieder rein. Das hier zu. Klappe zu. Oh. Junge, Alter. Diese Kurbelanimation. I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. Okay, man. I'll get out of your way when you're done. Ein Klemmbrett für Formulare und den Überblick über die Arbeitsschritte. Okay, machen wir so. Ne, komm, nehmen wir. Ja gut. Habe ich das jetzt? Ja, habe ich. Aha, das ist Klemmbrett. Inventar. Große Gegenstände werden in Händen gehalten. Wenn du beide Hände voll hast, musst du den großen Gegenstand ablegen, bevor du einen anderen aufhebst. Kleinere Gegenstände werden in der Tasche aufbewahrt. Durch Auswahl eines Gegenstands wird diese angezeigt. Moin! Okay, sehr nice. Jan, danke dir für den Follow, Bro. Dorothy Page, 87 Jahre alt. Ja, sie hat einen Arm, sogar zwei davon, zwei Schultern, Kopf und zwei Beine. Klemmbrett verstauen. So, Dorothy, oder wie sie heißt. Gucken wir mal. Untersuchung einer Leiche. Bewege den Mauszeiger über einzigartige Körpermale wie Muttermale, Kratzer und blaue Flecken und reagiere mit ihnen, um sie auf dem Klemmbrett zu erfassen. Mhm. Aha. Ah, okay, verstehe. Okay, verstehe. Drehen. Ja, schöne Hand. Da hättest du blaue Flecken. Ich hätte es aufgeschrieben, aber anscheinend ist das hier nicht so wichtig. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Hm. These old windows never stay latched. Hm. Ja. Ja, mir was? Ihre Augen sehen auch nicht mehr ganz so frisch aus, Dorothy. Boah, schwerer Name. So, das haben wir, glaube ich, schon. Ah, sonst sieht es eigentlich okay aus. Weiter geht's. Nächstes. Was haben wir denn hier? Okay, juckt niemanden anscheinend. Oh, okay. Da hatte sie noch mal eine wilde Nacht vorher. Gucken wir mal hier im Handgelenk. Das sieht aus wie so Ausschlag. Drehen wir. Oh. Oh, hier am Bein haben wir noch was. Ein blauer Fleck.
Okay. Ja. Haben wir jetzt alles? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel glaubt, wir haben noch nicht alles. Was? Hämagun? Was ist da? Ausschlag? Achso, das sind die Sachen Prellung. Ah, okay. Aber ich glaube, aber ich habe irgendwas vergessen. Ich glaube, hier kann ich bestimmt nochmal. Ah, genau, auf der Seite drehen. Habe ich die schon? Habe ich schon? Hier sieht alles gut aus. Oh, Stinkemauken. Gesicht hast du schon geguckt? Ja, hatte ich schon. Wakey, wakey, Oma. What? Was ist gerade ein Spoiler? Du stehst jetzt aber nicht auf, oder? Das wäre nicht korrekt. Was hat er jetzt gesagt? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Kannst du es nochmal wiederholen? Ah. Anleitung Netzwerk Riverfields. Zur Eingabe zur Information zu Leichen. What was that? I didn't say anything. Wow, right? Ich habe Gänsehaut. Yeah. Auf das Symbol Aufzeichnungssystem klicken, um das Programm zu öffnen. Die Bereiche auf dem Klemmbrett mit dem entsprechenden Bereich im Computer abgleichen. Nach den Eingaben aller festgestellten Körpermale auf Übermitteln klicken und den Angabensalarmierungsbericht zu drucken. Anschließend Bericht vorne ablegen und mit dem Einbalsamieren zu beginnen. Ja, Aufzeichnungs... Name... So, klappt schon mal gut. Lesen wir. Nachtschichtsystem, okay. Ich muss die Sachen einfach nur... Okay, das ist natürlich entspannter. Ich dachte, ich muss das schon alle selber eintippen. Schulter. Haben wir nichts. Andere Schulter. Haben wir ein paar Flecken. Flecken haben wir da. Schulter links. Sorry, mein Fehler. Linkes Bein. Haben wir eine Prellung. Linker Arm. Haben wir Ausschlag. Hey, linker Arm haben wir Ausschlag. Rechter Arm haben wir Ausschlag. Mein Fehler. Und Prellung am linken Bein haben wir schon. Übermitteln. Irgendjemand hat mir, glaube ich, gerade den Tod gewünscht. Boah, du bist auch echt gruselig, Bro. Warum stehst du noch direkt hinter mir? Einbalsamierungsbericht. Ein Paket mit Unterlagen des Leichenhauses über die Behandlung der Leiche vorne ablegen, damit du sie auf Anfrage verfügbar sind. Großer Gegenstand. Okay, das heißt, davon kann ich schon mal nicht zwei in der Hand haben. Die Schritte sagen mir wahrscheinlich, dass ich da lang muss. Ne? Ja, danke. Okay. Okay, korrekt. Time to embalm. Grau der ganzen Nummer irgendwie nicht. Hier haben wir alles. Klemmrad, ja, okay. All right. I've set everything out, so manchmal würde ich gerne so wie bei Rainbow einfach um die Ecke pieken können. Everything's on your list there if you need it. Okay, korrekt, Mann. Ich bringe sie dann einfach mal wieder weg, oder was hast du gesagt? Kiefer mit. Okay, verschließen. Nadelinjektion und Ligaturnadeln verschließen. Joa. Okay. Wir kriegen es langsam raus. Dient der direkten Injektion von Körper. Peter. Körper
Vor allem, das ist das E ist auch von. Also das E ist mit so einem Aus. Ach, keine Ahnung, Digga. Irgendwelche Körperflüssigkeiten. Okay, ist auch egal. So, okay. Dann sammeln wir das ein. Das sammeln wir ein. Ja. Ich glaube, ich weiß, wofür das alles ist. I can't hold anything else. I can't hold anything else. Gut, jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Dann auch mal wieder zu. Okay. Ein Infusionsbeutel für Einleitung von Einbalsamierung. Okay, okay, ja. I can't hold anything else. I can't hold anything else. Ja, was machen wir denn jetzt, Alter, wenn ich nicht so viel tragen kann? I can't hold anything else. Das noch tragen? Ja. Okay. Gesichtsvorbereitung. Ziehe den Mechanismus nach oben und drücke die Injektionstaste, um Haken in den Schädel zu treiben. Drehe anschließend die Drähte, um den Kiefer zu schließen. Mega, maximal brutal. Okay. Was? Was muss ich? I can't use that here. Nein, nein, Spiel, bitte nicht. Nein. Oh, okay, ich dachte gerade. Oh, ich hatte gerade Schiss. Okay, hä? Was will der von mir? Oh. Ja. There we go. Das sah lustig aus. Einmal einen Fischmund gemacht. Jo, dann gehen wir mal, ne? Okay. Platzieren der Augenklappen. Verwende den Mechanismus, um die Augenlider vollständig zu öffnen. Interagieren Sie mit den. Okay, 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 okay. Oh. Ist doch jetzt vollständig geöffnet. Ugh. Alright. Ist das widerlich. Irgendwas muss ich da rein schlürche. Okay. That's not it. That's not it. That's not it. Oh. I can't hold anything else. I can't hold anything else. Was könnte da reinkommen? That's not it. Hä? Und du willst auch nichts sagen? Ne? Du hast keinen Bock heute? Verstehe. Ah. I can't hold anything else. Was mache ich denn jetzt? Große Gegenstände in der Hand gehalten, wenn du. Ah, okay. Ah. Nach der Auswahl der Gegenstände wird der Beschreibung darunter angezeigt. Wenn der Gegenstand abgelegt werden kann, erscheint unter der Beschreibung des Gegenstands eine entsprechende Schaltfläche. So, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen erstmal den guten Stuff. I can't hold anything else. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Ja, kein Problem. Just keep doing your thing. I'll get it. Hab's wild. Fand ich jetzt auch gerade gar nicht gruselig oder so. Okay, nächstes. Ja. Emerald habe ich da gedroppt. That's not it. Das oben? Was war das oben? Aha.
Okay, weiter geht's. Infusionsbeutel. Ein Infusionsbeutel für die Anleitung von Einbalsamierungsflüssigkeiten in Organen und Hohlräumen. Okay. Ah, okay. Das könnte irgendwas mit dem Schlauch, hätte ich jetzt gesagt. That's not it. Nee, das war's nicht. That's not it. Oh, warte, wir sind auch schon fertig hier, glaube ich. Oder? Haben wir da jetzt fertig? Wir haben jetzt einen vollen Infusionsbeutel. Digga, ist das alles kompliziert. That's not it. That's not it. That's not it. Ah, okay. Verwendung von Gegenständen. Einige Gegenstände direkt auf der Leiche angewendet werden. Um einen Gegenstand zu verwenden, öffne das Schnittstelleninventar. Okay, das kennen wir ja schon. I'm missing something. Ah, genau. Wusste ich. I'm missing something. Och, dann komme ich gleich wieder hier. Also ist ja nur halb so wild, bist ja eh schon tot. Ah, da steht alles drauf immer. Okay. Mit der Arterienklemme die Schläuche an beide Adern befestigen und mit Eilbalsamierungspumpe verbinden. Klingt leichter als getan. Ich hatte am Anfang noch diese Schläuche. Ach, da liegen die. Clipbrett ablegen. Die habe ich gesucht. Oh mein Gott, Alter. Oh. Ich wusste doch, dass ich die. Also, die habe ich wirklich gesucht. No joke. So, und das war dein täglich Brot, Bruder. Alles gut bei dir? Bro, nicht spoilern. Nicht spoilern. So, haben wir es dann gleich mal? Ich glaube, das von alleine? Alter, wie viel Flüssigkeit geht denn aus der alten raus? Ist ja krass. Und wir beide, was machen wir noch so? Muss ich das von alleine stoppen? Jetzt, ich habe das jetzt einfach mal gestoppt. Ich denke, das ist... Hemorrhoid. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen und Schnitt verschließen. Aha! Klemmbrett ist echt wichtig, Alter. Das darf ich, glaube ich, nicht ablegen immer. Achso, ich muss auch eine Leertaste drücken. Ein leerer Infusionsbeutel mit Körperflüssigkeit füllen und den Talker in die Bauchhülle einführen. Warum ist das denn so komisch geschrieben? Das sind so komische Buchstaben. Okay, warte mal ganz kurz. Einen leeren Infusionsbeutel. Die Infusionsbeutel waren ja... Das ist ja voll. Den wollen wir nicht. Wo haben wir denn unsere vollen Da war doch was. Da war doch was, oder?
Ich schwöre auf alles, da war was. Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Digga. Moin Leute, was geht ab? Was geht? So. Okay. Vielleicht den leeren Infusionsbeutel hier rein. Warte, wir wollen. Der ist ja vollgelaufen. Wollen wir denn hier den Müll? Hier hinten finde ich ehrlich gruselig. Naja. Ich finde es auch unkorrekt, dass der Bruder hier gar nichts sagt. Naja, legen wir erstmal ab. Wir brauchen 9. Ja, ich merke schon gerade hier die ganzen Pros hier im Chat, Alter. Aber ich finde es gut, dass niemand was sagt. Also ernsthaft, finde ich echt wirklich gut. Spoilern ist immer uncool. Okay, das wird nicht sein. Also mal Klemmbrett. So. Ach, ich bin so lost, Alter. Ich soll ihn ja füllen sogar. Ich habe ja einen vollen. Ich bin einfach hohl. Gut. Genau. Und in die Bauchhöhle einführen. Ah, ich bin einfach nur verdammt lost. Ugh. Rein da. Da auch bitte. Das soll ich mal bitte einer erklären. Ich habe sie jetzt komplett abgepumpt und jetzt soll ich quasi sie nochmal mit irgendeinem Zeug füllen, damit sie sich. Das gehört zum Einbalsamierungsprozess oder wie? Oh, ich gehe mal die als ob mich da nicht was erwartet. Okay. Nur die. That's not it. I can't hold anything else. Okay, habe ich jetzt. Okay, reinige im Schrank in der Toilette zu. Warte. Reiniger im Schrank in der Toilette zu Tank. Reiniger zusammenmischen und Einbalsamierung einführen. Okay. Aber habe ich doch jetzt gerade gemacht. Hier rum, ne? Okay. Warte, dann war ich da anscheinend noch nicht fertig. Da muss ich noch was zusammenmischen, ja? That's not it. Oh, das bin ich. Let's go. Okay, haben wir schon mal Stromkasten. Das heißt auch einfach, dass der Strom irgendwann ausgehen wird. Bin ich semi-nice, aber können wir jetzt nicht ändern. Okay. Ja, hab ich den jetzt Zeuge? Ah. Nö. Ich glaube, das war nicht richtig, oder? Doch, war richtig. Feuchtigkeitspflege auf Gesicht geben. Okay. Das ist das Ding hier gewesen. Alles klar. Gesichtspflege. Bewege das Tuch übers Gesicht und halte dabei die Interaktionstaste gedrückt, bis die Lotion aufgebraucht ist. Okay. Bro, mach doch nicht den. Was soll denn der Scheiß jetzt? What? Why don't you go ahead and head out? Hast du das gesehen, Mann? Die spinnt, die Alte. Are
Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today. Danke, Mann. I'll call you in for your first shift. Joa. Hat er mir irgendwas noch gesagt? Hast du Klemmbrett? Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Ich kann mich verpissen? Na gut. Haust du rein, Mann. Alter, Azura, was geht ab, Mann? Alles fresh? Damn. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. Yeah. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, ich glaube, jetzt geht's erst los, oder? Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Oh? Hello? Hey, Rebecca. Yo! Oh, hi, Mr. Delver. Look, if Mr. I did anything Delver wrong today, just... I wanted to apologize. Mm-hmm. You've done a fantastic job. Danke, Mann. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Was ist der Name von dem Game? Excellent. The Morty Assistant. Doing me a huge favor. Oder, glaube ich, so wird das, glaube ich, ausgesprochen. Bin mir gar nicht sicher. The rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. Okay, Kurzfassung. Ich werde wieder zurückgeschickt. I'll see you tomorrow. Bye. How's the bro? Kuss, kuss. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Ja, Mann. Like, freu mich richtig, Alter. Schön Nachtschichten. Schön die Nachtschichten, Alter. Gleich nochmal einkaufen gehen. Ab zu Rewe. Das eine oder andere rein. Reinprügeln noch. Where are my keys? God, wie sieht's aus? Digga, als ob ich jetzt in ihrer blöden Wohnung... Tod und Zerfall, ein Buch über Prozess und Wissenschaft der Verwesung. Jo, moin! Oh, das liegt dann einfach mal hier so drin, ne? Klar, Schnauze. Muss ich echt ihren Schlüssel in der Wohnung noch suchen? Hier, zack. Da. Zahnbürste auf dem Kühlschrank, frech. Mhm, mhm. Ich bin ehrlich, ich mag so Wohnungen einfach so durchstöbern. Where are my keys? Ah, da. Okay, ja, ja. Es ist in Ordnung. Temporärer Gegenstand, ist klar. Einbalsamierung, ein Buch über die Geschichte der Leichenkonservierung und deren Beitrag zur Trauerbewältigung. Okay. Ja, Digga, ich... Ich check immer nicht, wie ich die Sachen immer schließe wieder. Abend! Da bin ich wieder. Wir haben so einen guten Job gemacht. Wir sind einfach wieder eingestellt. Was geht ab? Einmal Tür wieder schließen, ne? Also wir wollen hier nicht unhöflich sein. Große Grabbel Pizza. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you.
I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't Gänsehaut. Funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? Ja, alles cool bei mir. Embalm, file the paperwork, everything. Das Bild. Like a normal day. Ja, ja. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Mein Gott, Alter. Was tut er uns an? Okay. This is so stupid. Oh, das sind mies, Leute. Cool. Flurschlüssel, Alterschlüssel und ein Kassettenrekorder. Nehmen wir alles mit. Vielen Dank dafür, Sir. That's not it. That's not it. Ich soll abschließen, aber ich kann nicht. Bin aber sauer. Ich habe ein Achievement. Throw the vase. Vase? Heißt das so? Das ist so ausgesprochen. Sicherung. Eine alte Sicherungsschraube. Okay. Die nehmen wir. Ey. Ich will die anderen auch. Ey! Ach, scheiß drauf. Das macht mich irre. Hallöchen, Popöchen. Ey, danke für den Follow und den Like. Danke, 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 Leute. I'm fucking quitting tomorrow. Boah, wieso erst... Warum erst morgen? Warum quitten wir erst morgen? Moin! Moinsen! I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, was, Digga? You need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it. Was geht denn jetzt? Look, was für Demon bändigen hat der Typen irgendwie nicht? Was geht bei dem? I had years to learn what I know. Bro, das ist so ein Job auf 450 Euro Basis, Digga. Was will er von mir? Sets to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. Yep. Also wir müssen... Wie konnte das so eskalieren? Also wir müssen den Namen herausfinden, wir müssen ihn bändigen und wir müssen die richtige Leiche verbrennen. Right? Right. Ich glaube schon. So, eine Kassette mit der Aufschrift Nachtschichtsystem. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion. Tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it.
use it. An ID-Card. Ah. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Was geht denn jetzt hier für Filme? Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Das müssen wir erstmal verarbeiten, Leute. So, das Buch Typhon oder Typhon? Umwandlungen. Typhon ging unter seinen Jüngern umher und sprach: Wer den Herrn nicht wahrhaftig in sein Herz lässt, soll nach seiner Sünde gerichtet werden und dazu bestimmt sein, den wahrhaftigen Glaubenden zu dienen. Denn all die den Hallen der Hölle zugeteilt. Okay, keine Ahnung. Naja, okay, das sind irgendwie so ein prophetischer Scheiß. You know what? Screw this. I'm calling the police. Jo, da bin ich dabei. Attacke. Screw this. I'm calling the police. Damn. Ja. Weißt du was? Machen wir das Beste draus. Nightshift, Baby! Aber erstmal hat er irgendwas mit ID-Card gesagt, ne? Das wird mir ein Sch. At least I can keep track of things. Jo. Immer positiv denken. Immer positiv denken. Hier Papier, Bleistift verwende. Kann verwendet werden, um zu überprüfen, wie weit die eigene Besessenheit fortgeschritten ist. Oh, ich habe eine eigene Besessenheit. Chillig. Der Karton ist leer. Ich brauche noch seine ID-Card. Irgendwo steht ein Passwort mit seiner ID-Card, glaube ich. Rückt er den Stuhl so weit weg? Wüsste jetzt nicht, wo seine ID-Card ist. Was haben wir hier? Visitenkarte? Oh, okay. Nice. Und davon. Ah, ne, das ist nur die Visitenkarte. Oder ist das damit gemeint? Erstmal einen Kaffee aufsetzen. Jo, das war's auch nicht. Perfekt. Wo machen wir weiter? Hoch dir an die Wochenende. Nichts passiert. Moinsen. Und wen holen wir noch aus seinem Schlaf heraus? Du? Komm du raus. Wo haben wir die Trage eigentlich? Ach, da hinten. Oder du? Genau. Okay. Ihr drei. Okay, die zwei sind leer. Ich wollte mal gucken, so checken, was so abgeht. Ein Plastikbeutel in den Asche der Krebierten aufbewahrt wird. Keine Ahnung, Digga. Okay. Ja. Leiche aus Kühlung holen. Ja, dann legen wir mal los, Leute. Schau da, wo die Medikamente sind. Also wenn meinst du das hier? Hier liegen überall Medikamente. Nee. Da, wo die Medikamente sind. Ah, da kommen wir jetzt mittlerweile auch ran. Okay. Ah, okay, cool. Was haben wir hier?
Ah, okay, hier liegen unsere ganzen Sachen. Ich will noch diese komische ID-Card haben, dann wäre ich echt happy. Fuck it, ey. Na gut, holen wir erstmal die Leiche, ne? Alles komplett normal. Das ist ja auch der größte Horror hier. Falsche Richtung? Falsche Richtung. Wen nehmen wir? Wir fangen mit der 1 an, oder? Ey Leute, ihr könnt auch gerne rüberkommen zu Twitch schon nebenbei, ne? Komm rauf hier, Junge. Dann das wieder zu. Junge, die Nacht soll nicht ewig gehen hier. Wir haben immer noch einen Dämon zu bändigen. Ja. Das sehe ich ja schon kommen. Let's check you out. Alles normal hier noch? Wir machen mal die Tür zu, ne? So. Ach, genau. Fangen wir mal an. Hier Bein. Keine Unauffälligkeiten. Sieht gut aus. Screw this. I'm getting back to work. I'm afraid. So stupid. I ain't afraid of the no ghost, okay? Komisches Achievement. So. Genau, da haben wir das. Ich wollte eigentlich seinen Kopf. Ach, Kopf geht nur von hier. Ja, ich sag wie es ist. Du siehst nicht mehr ganz so gut aus, mein Freund. Aber. Jo. Drehen. Warum konnte ich das? Habe ich das schon angezeichnet? Angeschrieben? Okay. So, Mäuschen. Wie ist sonst dein Befinden? Ausschlag. Ich gucke hier nochmal. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das hier habe. Ja, doch, habe ich. Okay. Irgendwie das Gefühl, dass ich habe noch nicht alles. Also irgendwas will doch das Spiel noch von mir, oder? Oder habe ich doch alles? Na gut, ich gehe erstmal am Computer. Name. Willy Cox. Alter. Er ist 30. Kopf. Ja, genau das hast du da. Schulter rechts, hast du auch hier was? Dann Schulter links, haben wir einen Ausschlag. Genau, Schulter rechts haben wir das. Bein links haben wir das. Sonst haben wir nichts. Okay, 4 von 6, okay. Wir sind ganz schlecht anscheinend in unserem Job. Keine Ahnung, wie wir den behalten konnten.
Hä? Mund. Oh, oh, guter Call. Kann ich da irgendwie ran? Wetter geredet. Mich da irgendwie in den Mund ran später. Achso. Mal, kann ich da jetzt einfach so weiter fortfahren? Schon wieder die halbe. Ich hab schon wieder fast alles vergessen, was ich machen musste. Weil ich kann ja diesen Eintrag nicht. Digga, jetzt muss ich mir echt alles merken, ne? Womit haben wir angefangen gerade eben? Bin gerade ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Habe ich hier noch was? Sind deine Zähne vielleicht abnormal hässlich einfach? Aha! Aha! Ah, my bad. Sorry. Sorry dafür, Leute. Linker Arm haben wir genau ein Muttermal. Am rechten Arm haben wir das und wir übermitteln es und wir sind nice unterwegs. Du bleibst aber da, ne? Also. Einmal. Okay. Mhm. Okay. Chill. Das Shit safe nicht. Na, okay. Penner. So. So ein Ding ist das. Time to embalm. Okay. Das ist meine umgeschmissene Kaffeetasse. Oh, ich glaube, ich krieg Payback dafür, dass ich ihn gerade Penner genannt habe. Jo. Licht kann meinetwegen auch ausbleiben. Ist in Ordnung. Lassen wir aus. Ich bin eher so ein Nachttyp, wisst ihr? So, wenn es dunkel ist, mag ich es lieber. Klemmbrett. Kiefer mit Nadelinjektor. Okay, ja. Wo bekomme ich den Lachs denn her? Einmal ganz kurz Nadeldings. Bist das du oder bist das... Das ist das, genau. Richtig? I'm missing something. Okay. Okay, legen die Sachen immer zusammen. Das heißt dann wahrscheinlich das, ne? Genau. Herein. Na gut, wenn ich will, der hat schon. Schnell hier rein. Mund auf, nehmen Mund zu. Here we go. Lol. Ich habe meine Kommentare gerade einmal deaktiviert, lol. Okay, Augenklappen. Okay. Brauche ich dafür irgendwas? I'm missing something. Ach, die Klemmen. Oder? War da nicht irgendwas? Irgendwie Augenklemmen oder so? Ich habe da irgendwas. Ach, genau, ganz unten war das. Das habe ich doch vorhin durchgelesen. Genau. So, mein Freund. Augenklemmen. Ne? Doch da. Alright.
Guck im Mund, ob da was drin ist mit Pinzette. Oh mein Gott. Skapelle ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht auch. Junge, mein Schatten, mein eigener Schatten macht jetzt hier alles ein bisschen. Wo habe ich denn eine Pinzette? Komm auch gar nicht mehr in den Kopf ran. Nee, das war's nicht. Naja, gucken wir erstmal aufs Klemmblatt. Klemmblatt. Einbalsamierungsflüssigkeit mit Pumpe mischen. Och nee, Digga. Ah, wobei, das. Okay, das ist noch okay. That's not it. Nee, das war's alles nicht. Bleichmittel. Das ist gerade genommen. Kann ich auch nicht nehmen. Junge, mein Schatten, mein eigener Schatten ist viel zu crazy. I can't hold anything else. Ah, ich habe zu viel Zeug. Ablegen. Brauchen wir jetzt nicht. Das kommt auf jeden Fall da rein. Hätte ich es mal aufgenommen, ne? Aufnehmen wäre schon smart. Okay. Das haben wir gesagt, glaube ich, kommt dann nicht rein. Was haben wir gesagt? Das. Doch! Das kommt da rein. Das ist auch dort, dieses Feuchthaltemittel. Ja, das kommt auch da rein. Aha. Dann haben wir hier noch was. Bleichmittel. Genau, das kann ich nicht nehmen. Das kommt da rein. Okay, das ging gerade nicht, weil ich den Mund schon zugemacht habe. Okay, auf jeden Fall. So, wo müsste ich denn... Was haben wir denn hier? Waschmittel. Schön Waschmittel reinpacken. Ja, das brauchen wir auch. Rein. Digga, es ist 17.20 Uhr. Kann der Typ mal aufhören? Hier ist, das ist, Digga, das ist Lärmbelästigung. Ich lasse dich später raus. Will er jetzt, dass ich da hingehe? Naja. Einschnitt an... Okay. Skalpell, okay. Leute, ich kann den ganzen Scheiß nicht vorlesen. Will er echt jetzt, dass ich da hingehe? Ah, danke, Mann. Ich dachte, du willst... Ich dachte, er fuckt jetzt so lange ab, ey. So. Einschnitt. Ah, okay, ich muss da rum. Dann einmal... Hä? Wie soll ich denn Einschnitt vornehmen? I can't use that here. I can't use that here. Ach, ich bin noch das andere noch nicht fertig. Reagenz. Oh, Leute, ich habe richtig Gänsehaut. Also jetzt mal ernsthaft. Warum spiele ich nochmal Horrorspiele? Ein Infusionsbeutel. Götter. Im alten Schrank. Im alten Schrank. Aha. Oha. Mini-Kassette. Eine Kassette mit der Aufschrift Werkzeuge der Vertreibung. Okay. To banish a demon to hell. Jo, it must be bound to its chosen body and burned.
unheilige Reagenz. Oh mein Gott. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. Ja. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. Warum ist die Anleitung so lang, Alter? Chill doch mal. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with. And use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Also, den Anfang habe ich nicht ganz mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss irgendwie damit den Namen herausfinden, also das Mal quasi. Dann das mal nehmen und dann damit, glaube ich, damit ihn, glaube ich, verbrennen. Ich denke mir so, wird schon gehen, ne? Der Sack war ganz einfach, also. Das heißt aber auch, da ich jetzt diese Reagenzflüssigkeit. Ja. Warum laufe ich jetzt die ganze Zeit rückwärts? Oh, jetzt hört's auf. War doch nichts. Okay, okay. Einschnitts. Okay, okay. Skalpell. Da wollen wir einen Einschnitt, ja genau, genau, da wollten wir einen Einschnitt haben. Alter. Genau, den wollten wir einmal. Bräuchten Schläuche, Schläuche waren... Was soll ich bei 3 noch machen? Alter, Digga. Ich dachte, das ist so ein 1,5-Stunden-Spiel. Naja, wobei, ne, wenn ich das vorher rausfinde, vielleicht sind es ja auch keine 3 Leichen mehr, sondern nur vielleicht so die oder doch 2 oder die nächste oder sowas. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn er 3 sagt, ist das die in der Mitte. So ein Ding. Wir raten jetzt einfach. Wir gehen für den in der Mitte, für den nächsten gleich. I'm missing something. Ah. Wir brauchen einen Schlauch, nicht einen Beutel. Ich Idiot. So. Oh. Da ist die ID-Card. Nice. Aber ich will die haben. Also warum kann ich die denn nicht... Oh, warte, warte, da war noch mehr. Ersatzschlüssel. Ich brauche wirklich einen Schlüssel für die Falltür draußen. Was? Der Reiniger geht zu Neige und du hast gesagt, dass du unten welcher ist. Ich weiß, dass du nicht willst, dass jemand darunter geht, aber der 2 Schlüssel würde alles einfacher machen. Bro, ich werde diesen Raum hier nicht verlassen. Also was denkt er sich? Holy shit. Zugangskarte, mein neuer Arbeitsausweis. Ach du Kacke, Alter. Kann ich den wenigstens selber haben? Rebecca, Raymond hat mich gebeten, die restlichen Materialien für die Einbalsamierung nachzufüllen. Aber er ist so geheimnisvoll, dass ich gefühlt täglich andere Anweisungen bekomme. Tut mir leid, wenn ich nicht alles...
nicht alles wie immer ist. Zoe, PS, könntest du ihn bitten, mich nicht mehr Zoe zu nennen? Niemand nennt mich so. What the fuck? Und sie heißt Zoe. Okay, verstehe. Ah, okay. Okay, was haben wir hier? Oh, a key. Ein alter Schlüssel, nicht sicher, wozu er geeignet ist. Safe für so einen Keller oder so. Digga. Den habe ich gesucht. Oh mein Gott. Bro, chill mal ganz doll hier gerade. Hä? Was geht denn jetzt ab? I can't use that here. Ich habe richtig Angst, die ganze Zeit zu schlucken. Hier kann mir nichts passieren in meiner Ecke. Ich habe die ganze Zeit Angst zu schlucken, weil ich mir die ganze Zeit denke, okay, da kommt gleich ein Jumpscare oder so. Und dann verschlucke ich mich und dann sterbe ich hier einfach so live. Wäre nicht so cool. Check. Check. Also eigentlich ist das auch geil, aber so, also die machen das ganz gut. Die hauen nicht die ganze Zeit Jumpscares raus, weil so wiegst du dich immer wieder mal in Sicherheit. Bisschen assi ist es auch. Ein leeren Infusionsbeutel mit. Okay, genau. Den hatte ich hier doch gerade eben schon irgendwo hingeschmissen. Aber zur Not ist da oben ja noch ein neuer. Den würde ich dann einfach mal nehmen. Den hier anwenden. Zack. Der ist jetzt voll. Da steht er auch. Kein Stress und weg. There we go. Huch. Why didn't you let me die? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Reiniger im Schrank in der Toilette. Oh. Also hier fühle ich mich komischerweise, ich check nicht wieso, mit dem fühle ich mich eigentlich hier ganz sicher. Wir sind eigentlich mittlerweile auf dem Level, wo wir uns auch so duzen, wir sind korrekt. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt hier lang gehe, ich maximal gerippt werde. Ja, ach komm. Digga, wem willst du das? Oh Mann, jetzt habe ich mir selber Angst gemacht. Okay. Lalalalalalalala. Ja, easy. War doch gar nichts. Ey. Licht. Digga, ich traue der ganzen Nummer hier null. Hab ich doch. Tankreiniger.
Wieso kriege ich die Klappe hier oben nicht auf? Habe ich es nicht aufgefüllt? Hä? I can't hold anything else. Doch aufgefüllt. Was will die? I can't hold anything else. Ja, okay, ich hab's verstanden. Kuckuck? This is all your fault. Oh, du Wichser, du Wichser, du Wichser. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. So sind wir also zueinander. Deswegen hat es nicht geklappt. Die haben einfach diesen Jumpscare vorbereitet. Auch geil. Okay, das ist, es gibt immer so eine goldene Regel. Niemals mehrere Jumpscares hintereinander. Das heißt, ich habe kurz, glaube ich, Pause. Ne? Du Penner? So, und ich nutze jetzt mal die Pause, Leute. Falls ihr Bock habt, Leute von TikTok auf Twitch, kommt gern zu YouTube oder zu Twitch rüber oder zu TikTok und folgt mir da gerne. Ich würde mich darüber auf jeden Fall über den Support sehr freuen. Wäre sehr, sehr nice. Und die Leute von YouTube, wenn das später ein YouTube-Video werden soll, würde mich sehr über ein Like, ein Abo und den Rest freuen. Ihr wisst schon. Patrick, danke dir für den Follow, Bro. Korrekt. Da. Feuchtigkeitspflege im Gesicht geben. Okay, machen wir mal weiter. Mittlerweile fühle ich mich ja auch recht wohl, glaube ich. So. Komm. Alright. Flying Solo. Okay, first buddy in the main game. Oh ja, Baby. Leiche in die Kühlung zurück. Das. Ich sag, wie es ist. Das wird jetzt. Das wird. Da kommt ein Jumpscare. 100 Pro. Also, wenn da jetzt kein Jumpscare kommt, weiß ich auch nicht. Sind wir bereit, Leute? Und los. Bitte übertreibt einfach nicht. Chill einfach. Chill einfach. Dachte ich, soll dich vielleicht verbrennen. Das ist auch so perfekt, dass da jemand sich so drin auf einem wartet. Okay, okay. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Den Gag hat bestimmt schon jeder gemacht. Also ist safe, das ist bei jedem so schlimm, dieses Kurbeln hier. Okay, wir müssen gleich hier... Okay. Ultimator Juke, Alter. Danke dir für den Follow, Bro. Danke, danke, Mann. Holy shit. Sehr korrekt. Ah, ich hab schon wieder verkackt. Oh, wir haben eine junge Dame. Oder Patrick, Alter, korrekt. Korrekt, Bro, dass du reingefollowt hast. Freut mich. Jungs, jetzt nicht geiern, ne? Also ich will hier keine, nichts Perverses hier, ne, ihr kleinen Geier? Ich weiß doch wie. Ich kenne euch doch alle. Ich sag, wie es ist. Ist eher so eine 3 von 10. So, jetzt habe ich es gesagt. Weiter geht's. Kopf angucken. Oh, stinky Füße. Und zack.
drehen. Aha. Da gammelt schon wieder was hier. Okay. Wo bekomme ich die Pinzette her, dass ich in den Mund gehen kann? Ich habe ja diesen Tipp bekommen. Wo bekomme ich wohl diese Pinzette her? Mit dem Skalpell in den Mund scheint mir ein bisschen zu übertrieben. Das sind diese komischen Klemmen. Aber wo kriegen wir Pinzetten her? Alter, ey. Okay. Naja, dann gucken wir halt nicht hier im Mund. Okay, drehen. Da ist ein Stinky. Okay, den habe ich gerade eben übersehen. Den müssen wir gleich nochmal machen. Hand. Sieht gut aus. Clean Hands. Und ich muss noch einmal rücken. There we go. There we go. Okay, schätzen wir mal, wie heißt sie? Ich sage, sie heißt Britney und ist 27. Ah, nee, ich gehe für 32. 32 gehe ich. Eingeloggt. 30? Achso, das ist noch der andere. Hä? Lol. Zweiter Eintrag. Denise. Denise Leach. 26, okay, ich habe sie ein bisschen älter geschätzt. Sorry. 26. Kopf haben wir einen Ausschlag. An der linken Schulter haben wir eine Prellung. Rechte Schulter, leichte Abschürfungen. Linkes Bein, linkes. Die Reihenfolge ist auch weird. Linker Arm ist hier. Mich nervt das auch, dass links hier ist. Linker Arm ist nichts. Rechter Arm haben wir Hämorrhoiden. Rechtes Bein Flecken. Übermitteln. Ach, Denise, Alter. Müssen wir heute schon wieder die Nacht alleine zusammen hier alleine verbringen, ne? Zusammen alleine klingt auch irgendwie komisch. Wir wissen beide, dass ich hier gleich mies abgefuckt werde, oder? Hm. Ach, come on. Nein, 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 nein. Okay. Beim zweiten Mal wurde ich auch noch nicht abgefuckt. Irgendwie vertraue ich der ganzen Nummer hier nicht. Es läuft so gut, Leute. Es läuft so gut. Kaum sage ich das. War das? War das dieses Ding von wegen, dass es mir schlechter geht? Bro, übertreib! Das war ein richtiger Hater. Einfach direkt schon den Tod wünschen. Ey, ich... Also bei diesem... Einfach weitermachen. Kiefernadelinjektion, okay. Zack, das nehmen wir mit. Zack. Mittlerweile sind wir drin, Leute. Bisschen schwerfällig bei dir, ne? Warst wahrscheinlich vor oft genug beim Zahnarzt, Alter. So, rein da. Zack, zack. Auf zu, auf zu. So, auf, auf,
I'm missing something. Ah, ich habe die Klemmen vergessen, die Augenklemmen. Nein. Zu Augenklemmen. Alright. Okay. Nee, da wollen wir gar nicht ran. Einbalsamierungsflüssigkeit, Pumpe, Mischen. Okay, da haben wir überall so echt viele Sachen gehabt. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt schneller zusammen. Das hatten wir. Ne, Bleichmittel hatten wir nicht. Wir hatten aber das. Nein, wir hatten das. Und ich... Nee, den hatten wir nicht. Wir hatten das hier noch. Dann müssen wir noch da vorne einmal ganz kurz unsere Reagenz holen. Boah, das hat gerade gestockt. Okay, einschalten. Okay, dann brauchen wir erstmal das Skalpell. Schneiden die alte nochmal hier auf. Wo soll ich sie aufschneiden? Da wieder, okay. Alles beim... Oh, wow, fuck you! Oh, nee, Alter. Was für ein Penner. So ein kleiner Stalker ist das also. So einen haben wir hier. Boah, bin ehrlich, der hatte mich. Ich hab gar nicht mit ihm gerechnet. Null. Also, dass dahinter jemand kommt, crazy shit. Also, da hat er mich gepackt. Puh. Oh, ich hab schon ganz vergessen. Arterienklemme, genau, die brauchen wir auch noch. Die ist hier. Schläuche. Oh, Digga. Hart. Achso, erst Arterienklemme, Schläuche, Abfahrt. Och, mein Puls, Alter. Pumpe einschalten, jo. Ich gehe aus Reflex immer zurück. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Okay. Das ist echt, also es passiert ja nie so etwas, also wenn ich hier einfach nur chille, passiert ja so nichts. Es ist immer, wenn ich irgendeine Interaktion auslöse. Oder? Ah, wobei, zwischendurch klappern noch die Fenster, die Türen gehen und so, oder? Wobei, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Naja. Hat mich auf jeden Fall gut erwischt bis jetzt schon. Der ein oder andere Erschrecker war wohl drin. Dann nehmen wir mal den, bevor der hier unnötig rumliegt. Dann filmen wir ihn auf. I'm missing something. Achso, Galpell, oder? Vermisst du? Genau. I'm missing something. Was vermissen wir? I can't use that here. Ich glaube, ich muss irgendwas triggern, was jetzt einen Jumpscare auslöst. Dieses Scheißspieler, holy shit. Okay, warte mal kurz.
Ah, okay, der hier hat gefehlt, oder? Ja, okay. Geht da was? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, außer hier raus kommt ein mieser Jumpscare oder hier oder in den Seiten guckt wer lang. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Jumpscare kommt, oder? Oh! Große Krabbe Pizza, Patrick am Apparat. Sorry, her name is Rebecca Owens. She's 14. Huch. She has a drug problem. Die gehen wir alles auf die Drogen schieben. She had a drug problem. I understand that. I need you to check them. Digga, das ist der normalste Dota-Spieler, no joke. Ja. Hat mich jetzt irgendwie alles beim Alten, ne? So, zweimal alles gut gegangen, beim dritten Mal da passiert was. Das weißt du, Denise, das weiß ich, das wissen wir alle. Beim dritten Mal immer schlimm. Lalalala. Langsam komme ich mich echt verarscht vor. Ah, der Rückweg wahrscheinlich, der Rückweg. Oh, chill. Was war das denn gerade? Alter. Junge, das hat richtig in den Ohren gefetzt. Oh, Junge, Alter. Ich muss mir echt den Puls ummachen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, wait! Ich glaube, das ist die Geschichte, könnte die Geschichte sein aus der Zukunft. Falls ich entkommen bin oder nicht. Oder ist mir das schon mal passiert? Hey? Bro, alles gut? Vertraue hier niemanden. Der kam richtig unerwartet. Alter, aber die Frisur sitzt noch. Ich sehe fresh aus. Damn. Der war hart. Der war hart. Also der hat mich richtig... Der hat mich richtig geholt. Alter Schäde. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Digga, macht der jetzt back-to-back direkt noch einen hinterher? Nee, anscheinend nicht. Okay, nichts back-to-back. Boah, ich verschließe die Tür. Sorry. Reiniger im Schrank an der Toilette. Junge, ich kann mich gerade gar nicht mehr konzentrieren. Oh. Digga, hallo. Ich will lesen. Wie soll ich denn so lesen? Okay, Reiniger im Schrank. Muss ich irgendeine Flüssigkeit saufen, damit das aufhört? Oh mein Gott, Leute, ey. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Was ist das denn da unten? LOL!
Okay, dafür hat irgendjemand schon mal vorhin gespoilert, aber das gucken wir uns natürlich nicht an. Das ist echt lame. Fenster machen wir auch nicht auf. Feuchtigkeitspflege. Ach, Digga. Alright. Halt's Maul. Denise, ich hab gesagt, halt's Maul, Alter. Wirklich. Wir sind keine Freunde mehr, wenn du noch mal so eine Faxe machst. Warum kann ich dich wieder drehen? Ja, dreh dich mal zur Seite, Alter. Leiche ins Kühlhaus bringen. Okay, Denise, wir haben ja gerade schon ein kleines Gespräch geführt. Erzähl mal, was dir auf dem Herzen liegt. Für die Wissenschaft habe ich das gerade getestet. Ich hatte dich aus Kühlhaus 4, ne? Ich glaube schon. Oh, ein guter Jumpscare wäre auch, wenn man vorher, wenn man jetzt reinschiebt, jetzt können sie noch was machen, so mich attackieren oder so. Nee? Okay, machst du nicht? Okay. Bin ich korrekt von dir. Tschüss. Es sind nur 3. Das heißt, ich habe jetzt die letzte. Die letzte Leiche, oder? Das muss ja Leiche 3 sein. Der hat gesagt, in der Nachtschicht sind 3 neue Leichen reingekommen. Und anders geht's nicht. Einfach System gedribbelt, Alter. Okay. Kurbeln. Wait, da passiert was. Der ist mir zu friedlich. Ah, schon wieder falsch prediktet. Okay, krass. Also irgendwie... Ich weiß nicht, gibt's irgendwie so... Also, keine Ahnung, das fühlt sich alles so... Ich habe zwischendurch mal ein bisschen was gesehen, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und das fühlt mich ja so an, fühlt sich so an, wenn das dritte Leiche ist, dann kann es ja nicht mehr so viel sein jetzt, ne? Oder bin ich irgendwie lost? Tobi! 27. Dann legen wir mal los, Tobi. Du hast hier ein bisschen was. Sah nicht gut aus. Drehen. Komm, Tobi, mach mal über den Kopf. Links bitte rum. Dankeschön. Dann einmal bitte rechts. Das machen Sie super, Tobi. Ich habe links gerade im Ohr was gehört. Als ob da auf der Seite irgendwas ist. Da haben wir einen Stinky. Da drehen wir nochmal die Handfläche. So. There we go. There we go. Dann tragen wir das nochmal alles ein. Guck mal, es gibt auch nur 3 Einträge. Schulter rechts. Schulter. Da ist gar nichts. Lol. Schulter links war nur was. Bein rechts war ein Ausschlag, genau. Bein links. Linker Arm war eine Prellung. Übermitteln. So, wenn jetzt nichts passiert, als ob ich 3-mal oder 4-mal da durchgehe und es passiert nichts. Ah, das kaufe ich dir nicht ab, mein Freund. So, jetzt aber. Jetzt muss was passieren. Ich bin da zu oft jetzt durchgelaufen und es ist nichts passiert, außer da hinten im Raum. Ich raff das nicht.
Ob ich skeptisch bin? Okay. Nehmen wir. Oh, das Spiel hat mich schon wieder, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Das heißt, der Jumpscare gleich wird umso doller hitten. Kacke. Boom. Lassen wir mal den Kiefer ein bisschen knacken. There we go. Mund schließen. Genau, das haben sie super gemacht, Tobi. Augenklappen. Dann nehmen wir die, dann nehmen wir... Was brauchen wir denn für die Augenklappen? Achso. Einmal der Stresstest hier. Dann zack, zack. Alright. Digga, ich check halt immer noch nicht, was dieses Wesen war. Das macht mir ein bisschen Schiss. Ich gehe immer aus Reflex einfach hinten in die Ecke. Einbalsamierungsflüssigkeit in die Pumpe mischen. Okay, machen wir. Zack. Jedes Mal. Super Horrorstream, freue mich. Ist ein Mega-Game. Ja, das wird später auch noch ein YouTube-Video. Deswegen, also... Oh, das ist aber bis jetzt echt... Da waren ein paar fiese Dinger dabei, bin ich ehrlich. Also ich glaube, das hat man mir dann auch einfach angesehen, dass ich mich mehr als doll erschrocken habe. Also ich check diese Leute nicht, die einfach hier so sitzen. So für den Monitor starren und einfach null zucken. Null! Da denke ich mir, was ist denn los mit euch? Ey, verrückt. Ich check diese Menschen halt gar nicht. Oder auch im Kino oder sowas, wenn man mit so Homies im Kino chillt. Und der Bro, ich raste komplett aus, erschreck mich, also meine ganze Seele hüpft und springt weg. Und der Typ sitzt da einfach nur und frisst sein Popcorn weiter. Unverständlich. So, wir müssen den Kram, glaube ich, jetzt anschmeißen. Wir müssen den Kram eigentlich Achso. Ah, nee, müssen wir noch nicht. Wir müssen einmal mit dem Skalpell einen Schnitt machen. I already have one of those. Aber Respekt an das Spiel, wie schnell man das dann lernt, was man machen muss. Das ist schon geil. Und ich bin halt auch jemand... Oh, Idiot. Weil ich die Klemmen vergessen. Ich bin auch einfach jemand, der einfach ultra viel skippt. Deswegen ist das umso mehr Props, dass ich das hier so gut durchkomme. Einfach ignorieren. So, dann starten wir mal. Ja. Und draußen ist schön. Machen wir lieber wieder zu. Irgendwie habe ich dann direkt auch einmal wieder Schiss. So, das ist zu. Okay. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen, Schnitt verschließen. Und Schnitt zu. Einen leeren Infusionsbeutel nehmen. Leerer Infusionsbeutel. Wir füllen ihn dann. Zack. Dann brauchen wir ein Skalpell. Wir brauchen... I already have one of those. Oh, sehr gut. Und dann füllen wir ein bisschen was ab. Bro ist leer. Oh, doch nicht. Hm.
Ganz komische Rundung hier, ne? Das ist schon eigentlich echt widerlich. There we go. There we go. Reiniger im Schrank in die Tür. Ach, das schon wieder. Jetzt aber. Ja, ich wollte gerade noch was auf dem Klemmbrett nachschauen. Genau, wir sollten in die Toilette in dem Schrank etwas nachgucken. Ist doch nichts passiert. Okay. Ich hatte eigentlich vor, weiterzuarbeiten. Streichholzschachtel. ja, dann gehe ich. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Einfach durchrennen. Nee. Digga, bin ich beim Drachenlord zu Hause? No hate. Ah. Hol die Schläuche am Bett. Hol die Nadel aus dem Bad. Finde das Feuerzeug. Hol den Löffel von der Couch, finde den Pollenbeutel auf der Küchentheke. Also das ist doch jetzt hier gerade irgendwie ein schlechter Scherz, oder? Also. Das ist jetzt. Soll das das Bett sein? Tatsache. Hol die Nadel aus dem Bad. Oh, ich werde den maximalsten Jumpscare hier bekommen. Ach du Kacke. Ja, da müssen wir wohl durch jetzt, ne? Ah, da ist die Nadel. Binde das Feuerzeug. Das Ding ist. Der hat, ich glaube, der Typ weiß nicht, wie das hier. Ah, Feuerzeug gefunden. Ich wollte gerade sagen, der weiß nicht, wie schlimm das und unheimlich das hier ist. Hol den Löffel vom Couchtisch. Okay, das ist alles hier im Raum noch. Das ist ganz geil. Oh, easy. Jo, und finde den vollen Beutel auf der Küchentheke. Auch so geil, einfach so ein Horror-Level mitten im Game. Und das ist einfach so: tu dies, tu das. Okay, warte, was war das? Finde den vollen Beutel auf der Küchentheke. Küchentheke. Ich hätte jetzt gedacht, das ist. Oh, da war was. Merkst selbst, wie weird das ist, ne? Alles hier gerade? Aber wer bist du denn? Hübsche, Alter. Hey, meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Was denken die sich denn? Okay, habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einfach zu verpissen oder meine Geschichte zu Ende zu machen? Also ich bin so jemand, der geht ungern, wenn die Geschichte noch nicht gemacht ist, ne? Nö, geh mal weiter. Spindi. So. Oder muss ich das, sonst kann ich nicht weiter. Naja, es scheint so, als ob ich weitermachen kann. Reinige im Schrank, in der Toilette.
Annäherungschance. Achso, hab ich den jetzt schon? Ja. Genau. Und dann hier rein. Wir machen einfach weiter, ne? Ist nichts passiert. Wir stellen uns hier mal nicht so an. So. Ist zwar lieb und nett, dass ihr das Spiel anbietet, jetzt aufzuhören, aber wir wollen hier unseren Job zu Ende machen. Wir hatten 3 Leichen vor uns. Wir machen 3 Leichen zu Ende. So ein Ding. Okay, Feuchtigkeitslege im Gesicht. Stell dir mal vor, das Spiel rechnet so damit gar nicht und denkst, jeder wäre ins Auto eingestiegen. Und ich mache hier einfach den Kram weiter. So. Da bin ich auch einfach so penibel. Alright. Alright, Leiche ins Kühlhaus bringen. Wir schließen mal die Tür. Offene Türen sind einfach nicht schön. Ich hoffe, der respektiert das, dass ich jetzt einfach mal so weiter meinen Job durchziehe. Vorbildlich. Welchen Kühlraum haben wir ihn geholt? War das aus 2 oder 3? Oh, der war der letzte, ne? Oh. Scheiße. Lol. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, ne, einfach die Hintertür nehmen. Paartrage verwenden. Und warum lese ich das so, als ob ich es noch nicht einmal gelesen hätte? Weird. Und ziehen. Ziehen. Wir haben auch keine Leiche mehr, ne? Also, die hatten wir ja alle schon. Das sind ja nur die. Wer bist du denn? It's your grandma. Granny? Bist du es? Soll ich dich reinlassen? Wenn ich dich reinlasse, was gibt es dann? Kekse? Mies eklig, Alter. Don't you love your Digga, die springt mir ins Gesicht. Lass es! Verpiss dich! Junge, ich hab nichts für dich! Nö, ich lass dich nicht rein. Sehe ich gar nicht ein. Kannst dich mal verpissen jetzt? Du bist ne Bitch! Oh, ich schwitze, Alter. Oh, Gott. Junge, Alter. Let me in, you little Bitch. Komm. War ein Scherz. Let me in, you little Bitch. Geil, Alter. Was muss ich jetzt machen? Noch eine Leiche? Digga, wir haben abgemacht 3 Leichen und dann waren wir so. Nö, jetzt gehe ich. Jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Vor allem, ich wurde von der Oma als Little Bitch bezeichnet. Sehe ich gar nicht ein. Wie soll ich das Gefühl, das Spiel lässt mich eh nicht gehen? Wir probieren es mal. Vielleicht haben wir es ja schon geschafft. Schön hier, ne? Hä? Wäre witzig, wird die Oma jetzt hier so draußen rumlaufen. Und dann einfach mich attackieren. Du sollst mich reinlassen. So, dann gut.
Anscheinend habe ich meine Schlüssel verloren. Naja. Soll ich jetzt einfach die nächste Leiche holen? Ich habe doch schon alle. Ich muss doch hier bestimmt irgendwas triggern, damit es weitergeht. Digga, das verstehe ich noch gar nicht. Male. Geht da vielleicht was zum auf dem Computer? Es ist nur ein Mitarbeiter von Riverfields mit Zugriffrechten. Bitte geben Sie Ihren Nachrichtencode ein. 1, 2, 3, 4. Was geht, Lilly? Was geht? So. Wir haben hier auch noch... Wir haben auch noch den ganzen Bums, ne? Also... Da wird er nicht umsonst da sein. Haben wir diesen alten Schlüssel? Der gehört, keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir drei Leichen. Der will noch, ich hole jetzt einfach mal Just for Fun die nächste, obwohl die eigentlich schon alle durch sind. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was das Spiel gerade von mir will. Willi. Oder liegen jetzt neue? Nee. Hä? Also... Oder muss ich die verbrennen? Kann ich die auch einfach verbrennen? Ich verstehe es gerade nicht. Warte, war das auf mich bezogen? People make up stories. Whoa. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Gib das bitte mal vor die Tür, damit die Oma nicht reinkommt. Scheiße, die Oma kommt hier rein. War irgendwie ein leichter Spoiler, aber... Weißt du was? Da mache ich gleich mit. Scheiß drauf. Oma, du bleibst mal schön draußen. Ja, die Oma ist auch... Die hat mich Little Bitch genannt. Mit der habe ich eh noch eine Rechnung offen. Die kriegt erstmal eine übelste Bombe, Alter, wenn die hier reinkommt. Ja, dass eine Oma so frech sein kann. Turbo. Noch so viele Sachen, die ich nicht verstehe, wo die hingehören. Ich habe einen alten Schlüssel. Wir haben noch einen Tresor. Oh, warte. Kann ich das lesen? Nee. Leute. Ist das Jesus? Jo, irgendwie soll das, glaube ich, Jesus sein. Hier, gib mir einen Hinweis. Was muss ich tun? Ich habe das Gefühl, ich muss doch, glaube ich, zum Auto und damit irgendwie losdüsen und dann klappt das vielleicht nicht und dann lande ich dann doch wieder hier.
Als ob ich jetzt einfach stumm warten muss, bis ich irgendwie die Event trigger. Das wäre ja irgendwie schlecht gemacht. Ja, komm. Letzte im Haus Zahlen versteckt. Das ist so ein leichter Hinweis, aber noch nur dezent, finde ich gut. In dem Haus Zahlen versteckt. So, jetzt machen wir hier mal einen kleinen IQ-Test. Wie smart bin ich? Ein Taschenrechner im Haus. Vielleicht sind Zahlen versteckt. Oh, hier, warte. Wann sind hier Schubladen? Nee. What to expect after death? Okay. An den Wänden ist irgendwie nichts. Schade, dass ich keine Taschenlampe habe, deswegen. Hier ist safe nichts versteckt. Ey, ich habe hier gerade ein Achievement bekommen dafür, dass ich die Klospülung bedient habe. Alles sehr interessant. Ich finde es halt merkwürdig, dass hier so Akten drin liegen und ich kann sie nicht benutzen. Der ist halt absolut leer. Die kann ich nicht triggern. Hier kann ich auch nichts triggern. Scheint recht... Oh, ich habe mich gerade so safe gefühlt, ne? Unfassbar safe. Oh mein Gott. Wo kommt die her? Alter, oh mein Gott. Ich will da wieder rein. Als ob die da jetzt einfach so in meinem Room chillen kann, wenn ich hier Sachen... Digga, ich will da gerade was nachgucken. Lass es. Raus hier aus meinem Raum. Das war die. Safe Call, das war die. Warum macht sie sowas? Ich verstehe es nicht. War überhaupt nicht korrekt von ihr. Vielleicht ist in dem Haus Zahlen versteckt. Also such mal nach Zahlen wegen dem Tresor. Ach genau, das hast du ja schon geschrieben. Zahlen, 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 Zahlen. Heute hat hier jemand einen kleinen Tipp. Ich komme hier gerade nicht so richtig weiter. Zudem kriege ich hier einfach so random Jumpscares übelst ins Gesicht. Ich hole mal einfach spaßeshalber nochmal Willy Crocs raus, um zu gucken, ob das hier so weitergeht. Ach, Willy. Du warst mein erster richtiger Patient alleine. Du würdest never ever mich jetzt irgendwie so enttäuschen, ne? Nee? Nee, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was ich nochmal mit dir machen soll. Also als ob ich jetzt die ganzen Sachen, die du hast hier, kann ich auch nicht neu anschreiben. Was? Was will das Spiel gerade von mir? Willst du mich einfach nur erschrecken? Willi, ich bring dich wieder zurück, mein Freund. Ich glaube, wir triggern hier einfach jedes Event. Ich komme nicht klar. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich werde die ganze Zeit einfach nur erschrocken.
Fragezeichen? Okay. Warte mal ganz kurz, wir haben noch... Nee. Wieso kann ich dieses Auto nicht fahren? Als ob diese random Animation gemacht haben, ey, du kannst jetzt Auto chillen. Als ob dieser große alte Schlüssel für dieses Auto zuständig ist. Was will dieses Spiel von mir? Irgendwas muss hier doch drin sein. Gibt es hier geheime Klappen? Hier ist nichts zu triggern, außer der Ausgang. Spielst du zum ersten Mal das Spiel? Ja, spiele ich. Sorry. Ich tue noch einfach immer so random gruselige Musik, wenn ich aussteige. Fall hier. Ich habe alle drei, was hast du schon gemacht? Ich habe alle nicht viel. Geh mal bitte hinter das Haus. Als ob ich so random hinter das Haus. Als ob das Spiel möchte, dass ich so random hinter das Haus gehe. Das wäre auch wild. Ich habe schon alle drei Leichen untersucht. Also die Aufgabe war ja, drei Leichen zu untersuchen. Ich habe schon alle drei untersucht. Omi, bist du hier? Nein. No way. Hier gibt's einen Keller. I can't use that here. That's not it. Nein. Krass. Ich will aber nicht in den Keller. Gibt's auch sowas wie kein Bock drauf? Muss man nicht machen. Ja, ist alles vom auf dem Computer übertragen. Kann ich in den Keller? Ich wüsste jetzt nicht womit. Also, hä? Klemmbrett, Skalpell, Streicherschal, großer Schlüssel. Lass mich rein. That's not it. Also ich wusste auch, dass sie vom Keller gesprochen haben. Das geht nicht mit dem Schlüssel. That's not it. Hast du auch Kruzifiger vielleicht hier getan? Nee, das habe ich noch tatsächlich noch nicht. Das ist ein guter Call. Ein Kruzifix. Ist es egal, welche Leiche? Ich bin in der Abkürzung. Hallo. Können auch Tür wieder zumachen. Oder die ich auf die alte Dame. Aber welche davon war alt? Bobby war das, Dennis Leach, Denise und Willie Cox. Also wenn du die meinst, die ist nicht alt. Alle Türen offen lassen. Wirklich? Safe, das ist ein Bait. Okay.
Ich weiß doch nicht wirklich alle. Krass. So, Denise, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich möchte mich noch einmal mit dir verabreden. Ich packe jetzt einfach mal ein Kruzifix, was ich noch nicht habe, auf dich drauf, weil. Aber erstmal muss ich es finden. Weil der Chat sagt, Kruzifix. Ist auch wirklich widerlich, Frau. Wo krieg ich denn jetzt einen Kruzifix her? Jetzt mal einen Becher durch die Gegend. Ah, genau, ich sollte sie auflassen. Stimmt, wir wollten ja alle einladen. Ich hab sie schon bearbeitet. Also ich brauche nichts mehr ankreiden, Leute. Ich bin durch mit der. Ich habe alle drei Einträge schon gemacht. 0 von 6? Hä? Warte mal ganz kurz. Aber ich konnte sie jetzt auch gerade nicht wieder. Ich habe alles gemacht. Ich habe, wie im Spiel das vorgegeben, ich habe die Leichen alle untersucht. Ich habe komplett einbalsamiert. Oh, du kleiner Wichser! Was? Wo waren wir stehen geblieben? Also, ich habe sie komplett einbalsamiert. Alles eingetragen. Kannst nicht lassen, ne? Digga, das ist gerade so eine Musik, die sich so steigert. Kommt gleich irgendwas? Also ich schwöre es euch, ich habe das komplette Programm gemacht. Ich check gerade nicht, was das Spiel von mir will. Du hast alle Türen offen gelassen? Du hast doch gesagt, ich soll das machen. Ich will es ja gar nicht machen. Was stimmt mit der Musik denn jetzt nicht? Warum hypt die sich denn so hoch? Ich mach einfach PC-Arbeit. Billy Cox, siehst du, ich habe alles eingetragen, alles übermittelt. Bro, was geht denn jetzt hier ab? Da kommt was. Warum chillt dieses Spiel denn nicht? Was will es gerade von mir? Ich finde das auch irgendwie gerade gar nicht mehr lustig hier. Ja, okay, hihi, ein bisschen paar Jumpscares und so, ne? Aber die Musik macht mich gerade schon ein bisschen fertig. Boah, die übertreiben. Also Musik ist immer so alles in solchen Horrorspielen. Die ist gemein. Kann ich den Tisch, kann ich den Stuhl irgendwie so weg? Hilfe, Alter. Meinte beim PC. Ja klar, kein Problem, ich gehe hier gerne nochmal lang. Ist ja auch nur dieser komische schwarze Mann, der mich die ganze Zeit abfuckt. Ich frage mich eigentlich, wann meine Nachtschicht mal hier vorbei ist.
Ich hab nur das hier und ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Hier ist nichts. The Morality Assistant heißt das Game, glaube ich, oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wie das englische Wort da, dieses eine, ausgesprochen wird. Kannst du das Fach aufheben? Kannst du das im Fach aufheben? Nee, kann ich irgendwie nicht. Ich kann das nicht aufheben, also egal, aus welchem Winkel ich daran gehe. Ich kann das hier auch nicht aufheben. Das kann ich, aber... Dann haben wir noch hier den Tresor, wofür ich den PIN einfach nicht weiß. Ey, diese Musik, Leute. Bei aller Liebe, ne? Aber die geben mir gerade schon ein bisschen auf den Keks. Dann haben wir hier noch die ganzen Schlüsselkarten. Ach, das ist der... Nee. Ersatzschlüssel fürs Leichenhaus. Das ist nur Ersatzschlüssel. Zugangskarte. Boah, Digga, ich habe so Schiss gerade. Das ist auch so eine Musik... Komm, ich fahr jetzt einfach zurück. Augen verdeckt, alles verdeckt. Das kann man ja gar nicht weitermachen. Du musst ja immer diesen einen Schritt für den nächsten, also... Aber den Schlüssel konnte ich ja gar nicht aufheben. Junge, Alter, Leute, dieses Spiel. Das ist ja auch der Satz. Ich kann ihn nicht aufheben und das ist der Ersatzschlüssel fürs Leichenhaus. Boah. Das ist safe sowas Stumpfes, was ich triggern muss, was ich einfach nicht auf dem Schirm habe. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil ich nicht ins Auto gestiegen bin. Am Anfang. Ey, wo krieg ich diese Zahlen her? Ich muss die richtige Person finden und sie dann in den Ofen schieben. Aber wie krieg ich den Ofen überhaupt auf? Alter, ey. Ich find's so random, also ich, das Ganze ging ja, war ja so, hat ja so gestockt, als ich mich entschieden habe, einfach weiterzuarbeiten, statt in das Auto zu steigen. Vielleicht ist beim Auto irgendwas noch. Es stand mit offener Tür das Auto und wenn ich hier einsteige... Ist aber nichts hier. Sorry? Sir? Och, ich kann das nicht mehr. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht, Leute. Junge, jetzt fahre ich hier einfach Auto. Ne,
Ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel ist einfach buggy gerade. Soll ich aber mal restarten? Ist das dumm, Alter. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach irgendwie so eine buggige Stelle habe gerade. Ist das alles blöd? Du Wichser, jetzt hör mal auf damit. Er lässt es nicht sein. Ich werde gleich richtig sauer auf den. Mann, so ein Assi, Alter. Zwischendurch macht er mal Luki Luki. Also die Sicherung, also ich muss noch in den Keller, ich muss den Tresor öffnen. Ich muss eine Leiche verbrennen. Ich glaube, ich habe es einfach gecrashed, das Spiel. Mit meinen Entscheidungen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Leiche ins Kühlhaus bringen. Okay, Türen sollte man schon aufmachen. Na, warte mal ganz kurz. Nein, oder? Wait. Das ist jetzt aber nicht der erste, oder? Okay, ich hab sie alle schon. Okay, ich soll nur die Leiche ins Kühlhaus bringen. Ich dachte gerade, ich muss die alle nochmal neu untersuchen. Das wäre schon echt. Das ist ja mies. Aber jetzt sind jetzt nicht diese gruselige Musik wieder da. Das war Will Cox. Oh. Besetzt. Ah. Jetzt fällt es mir auch einfach erst auf. Will Cox, Alter. Das klingt auch. Ist auch ein interessanter Name. Will Cox. Will Cox, Alter. Schwierig. Sag ich da immer. Schwierig. Das Ding ist, jetzt kommen die einzelnen Jumpscares. Und ich will mich nicht schon wieder drüber erschrecken. Hier war irgendwas. Hä? Ja, keine Ahnung. Ey, mir ist doch vorhin, so kleine Side-Story aus meinem Leben, mir ist vorhin eine Ader im Auge geplatzt. Und ich glaube, das ganze, der ganze Stress hier, das macht das alles irgendwie auch nicht besser. Aber... Horrorgames sind auch einfach Liebe. Warte, man kann auch unten Start drücken. Okay, nur die Sachen. Ist. Da wird mir auch immer recht warm. Irgendwie wirkt das Spiel auf mich buggy, aber auch irgendwie nicht. Das ist irgendwie so, als ob alles so ein bisschen buggy ist, außer das. Das ist so random.
Aber wieso bekomme ich zum Beispiel nicht diesen Ofen da hinten an? Das irritiert mich sehr doll. Okay, ich probiere das mal mit einer... Ich nehme einfach mal eine Leiche und versuche die einfach mal draufzulegen. Ich verbrenne sie vielleicht auch einfach alle. Weißt du, ich fange mit Wilcox an. Deine Schlawiner. Ah, vielleicht geht das auch einfach nur auf, wenn ich ihn davor habe. Weißt du, so als Sicherheitsmechanismus. Tatsache. Tatsache. Dena? Da kommt der Schreie. Ist ein bisschen... Hätte ich nicht Will nehmen sollen? Check gar nicht, was abgeht, Alter. Good morning. Morgen ist es nett, Abwechslung mal. Nice not to be the one down nicht unten zu sein. Raymond? I suppose a first name basis is in order. It's a duzen. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. Lol, habe ich das jetzt einfach durchgespielt? It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home. Raymond, Digga, was soll denn das jetzt? Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? Lol. You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you? Oh no. You didn't use the mark. Yo, Rip Rebecca. Raymond. That's not here, you fucking idiot. Oh. Worthless. Watch your foolish boy. And drink it as nuts from your pitiful frame. Yo. Das war falsch, jetzt bist du besessen. Schicht abgeschlossen. Let's go, Leute. Let's go. Nice, Alter. Für die Leute auf YouTube, wenn es euch das Video gefallen hat, ne, und ich das nochmal spielen soll, ein anderes Ende, lasst gerne ein Like, Kommentar und sowas da.